Moin aus Hamburg zum vierten Teil in der Rubrik My First Trade. Ja, und wir sind immer noch bei den Grundlagen. Keine Strategie, keine Unterstützung, nein. Wir haben noch ein wenige Themen, die wir besprechen müssen. Unter anderem, weil ich auch Zuschriften bekomme, ist Forex, kann man das auch anders handeln wie Optionen oder ETFs? Und das wollen wir uns heute einmal noch anschauen und dann starten wir nächste Woche dann mit dem nächsten Kapitel. Also wir sind immer noch Kapitel 1 und verschiedene Arten, Devisen zu traden oder Forex. Es gibt viele verschiedene Finanzprodukte, um Währung zu handeln. Im Folgenden werden wir Ihnen die wichtigsten mal vorstellen. Und da sehen wir, wir haben einmal Spot Forex, also den Spotmarkt, dann haben wir den Future, da bin ich groß geworden. Ja, Exchange Trade Funds, also ETFs und Optionen. Die wollen wir ein wenig durchleuchten und dann sind wir, glaube ich, auch rund mit dem vierten Teil hier. Lass uns mehr erfahren über Währungsfutures. Und Währungsfutures sind Finanzkontrakte. Und was ganz, ganz besonders sind, das sind fertig vorgefertigte Kontrakte. Das heißt, ich habe einen speziellen Kontrakt, der vorgegeben ist von der Börse. Jeder Future-Händler, wohlgemerkt, ich bin auch an den Derivaten groß geworden, wird sagen, ja, der Future-Markt ist der Markt, wo du als Konter die Börse hast. Ja, und das ist der große Unterschied. Auf der einen Seite, die Börse gibt dieses Produkt raus. Zweitens regelt natürlich auch diesen Käufer und Verkäufer. Aber wir haben damit zu kämpfen, dass es eine feste Kontraktspezifikation ist und ich will hier auch nicht vieles vorwegnehmen und wir sind auch, eingebunden in wenigen Devisenpaare. Die schauen wir uns jetzt mal an. Was sind überhaupt Futures? Das sind, wie gesagt, Terminkontrakte und ihr wisst das vielleicht aus den Medien, wer sich mit Trading beschäftigt, der große Hexensabbat, da laufen die Optionen oder Terminkontrakte aus. Ja, und das ist bei den Devisen-Futures genauso. Es gibt bestimmte Zeiten, wo so ein Kontrakt ausläuft und dann kann man nicht mehr anrufen und sagen, bitte, ich möchte gerne meinen Kontrakt auslaufen, ich möchte noch die Position halten, man kann sie dann rollen. Und das ist alles kompliziert und ich muss ganz ehrlich sagen, für einen Privattrader, der anfängt, finde ich es nicht geeignet, weil auch die Positionsgrößen dementsprechend nicht variabel sind. Aber ich will es trotzdem hier nochmal erwähnt haben. Einige Terminkontrakte können auch physische Lieferungen sein. Kann ich euch mal ein Beispiel geben aus den 80ern. Ja, du hast gehört von deinem Nachbar, du sollst Weizen kaufen. So, jetzt hast du Weizen gekauft an der Börse als festen Terminkontrakt und hast den Verfallstag verpennt. So, und da könnte es theoretisch sein, du fährst nach Hamburg, wo auch immer, zu deinem kleinen Reihenhäuschen und dann steht vor deinem Häuschen eine Tonne von Weizen, weil du das an der Terminbörse gekauft hast. Also, es gibt auch physische Lieferungen, das nur mal hier als Hinweis. Gut, also Futures sind physische Waren oder Finanzinstrumente, bei den Devisen natürlich Finanzinstrumente. Wo werden die Futures gehandelt? Und das ist klar definiert. Wir haben die Eurex in Frankfurt, aber die CME, Chicago Mercantile Exchange, ist einer der bekanntesten. Ja, Singapur gibt es, Sydney, es gibt also verschiedenste Plätze. Wo werden die Futures also gehandelt? Und der größte Markt ist hier an der CME, Chicago Mercantile Exchange, wo die meisten Kontrakte getradet werden. Ja, und hier seht ihr auch nochmal die Graphen. Es sind auf 20 Währungen. Wer sich in den Devisen ja schon auskennt, im Forex, im Spot-Forex-Markt, haben wir eine Vielzahl von Währungen. Hier sind es also begrenzt auf 20. Ja, und hier sehen wir auch schon die G10-Währungen von Audi angefangen bis Japan und US-Dollar. Ja, und Emerging Market haben wir mexikanischen Peso und chinesische Renminbi. So, Währungsoptionen, das ist der nächste Punkt. Ja, was sind Währungsoptionen? Eine Option ist ein Finanzinstrument, das dem Käufer das Recht oder die Option bietet, aber keine Verpflichtung darstellt, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am Verfallstag der Option zu kaufen oder zu verkaufen. So, es gibt eine große Fanbase. Ja, ich kenne mit Optionen im Aktienbereich mich eigentlich ganz gut aus, aber in Devisen erschließt mich das so ganz nicht, aber es gibt trotzdem einige und ich möchte es hier nochmal erwähnt haben. Beispiel, wenn ein Trader eine Option verkauft, also Trader A verkauft die Option, dann ist der Rechte der Optionshalter und dann geht es darum um den Basiswert. Dann standardisierte Futures und Optionen werden an den Börsen gehandelt, wie zum Beispiel, ich habe das vorhin schon erwähnt, in Frankfurt die Eurex
Chicago Mercantile Exchange und natürlich International Security Exchange, die Londoner SE. Welche Nachteile haben Währungsoptionen? Die Handelszeiten für einige Optionen sind begrenzt und die Liquidität ist im Vergleich zu Termin- oder Spotmarkt nicht so hoch. Dann haben wir in aller Munde das Sparbuch der Deutschen mittlerweile bei den Jüngeren. Die sagen, was ich, Carlos, ich trade nicht, ich habe einen ETF-Sparplan, finde ich erstmal top. Ja, aber es gibt auch Währungs-ETFs und die schauen wir uns jetzt auch einmal an. Was heißt ETF? Exchange-Trade Funds oder ETFs gehören zu den neuesten Finanzprodukten in auch dem Forex-Markt. Währungs-ETFs werden sowohl für einzelne Währungen als auch für Basket aus verschiedenen Währungen angeboten. Das bedeutet, man packt verschiedene Währungen in ein ETF rein. Und ETFs werden von Finanzinstitutionen erstellt und verwaltet. Man kennt den größten mit BlackRock zum Beispiel. Okay, welche Nachteile haben die Währungs-ETFs? Wie bei Währungsoptionen besteht die Einschränkung beim Handel mit Währungs-ETFs darin, dass der Markt nicht 24 Stunden geöffnet hat. Ein Pluspunkt im Spotmarkt, dass wir 24 Stunden geöffnet haben. Welche Nachteile haben die Währungs-ETFs? Außerdem unterliegen ETFs Handelsprovisionen und anderen Transaktionskosten. Sind teuer. Okay, der Spot-Forex-Markt, das, wo sich der Traders Club 24 seit 14 Jahren mit beschäftigt, mit seinen Clubmitgliedern, ist eigentlich die Formel 1 an den Devisenmärkten. Währungen können sofort aktuell zum Marktpreis gehandelt werden, enger Spread, keine Vorgaben der Börse, sondern wir können selber einstellen, mit wie viel Volumen ich reingehe. Trotzdem möchte ich euch das hier nochmal die Vorteile mitgeben. Einmal Liquidität, ist der größte Finanzmarkt der Welt. Einfachheit, dadurch, dass ich pro Lot berechne, Mikrolots oder Minolots, enge Spreads, es gibt keinen Verfallstag, ich muss nicht auf die Uhr schauen, auf den Monatskalender, läuft mein Terminkontrakt auf, rund um die Uhr geöffnet. Das sind die Vorteile. Der einzige Nachteil, der immer noch kursiert, ja, der Broker stellt den Kurs oder die Banken stellen den Kurs. Also meine Damen und Herren, ich glaube, auch im Jahre 23 mit dem Internet ist das Ganze so Solidarität so groß, dass auch dort die Broker sich angeglichen haben, was die Spreads betrifft. Wir empfehlen eine Kontogröße von 10.000 Euro. Das ist so der Durchschnitt im Devisen, weil mit 500 Euro Devisen zu handeln kann man machen, aber es macht letztendlich nicht so viel Sinn. Es gibt auch Trader, die mit 5.000, aber zwischen 5.000 und 10.000 ist unsere empfohlene Kontogröße. So, zusätzlich bieten Forex-Broker Charts, News und Recherchen kostenlos an. Auch bei unserem Partner, die bieten das, wie gesagt, die ganzen Informationen kostenlos an. Stellen Sie euch das bereit. Hier nochmal die Tabelle Futures, Optionen, ETFs und ganz rechts der Spot Forex Markt. Und wenn man alles zusammenzieht und ihr mich fragen würdet direkt, ja, und ich bin nochmal Bund Future, DAX Future, den Euro-Dollar Future, ich habe das alles gehandelt, alles top. Ja, beim Euro-Dollar sind wir bei 12,50 Dollar. Das heißt, wir bewegen einen 125-1000-Dollar-Kontrakt. Das ist für Privatleute mit kleinem Konto überhaupt nicht geeignet. Deswegen würde ich immer den Fokus auf den Spot-Forex-Markt einlegen. Und jetzt ist mein Versprechen, jetzt sind wir mit der Causa Forex, zumindest der Basis, durch. Und ich freue mich auf die nächste Woche und wünsche euch gute Trades. Bleibt gesund, ja, und ich freue mich auf nächste Woche.